herzlich willkommen zum neuen Video von Tackle CH Fishing. Und in diesem Video sind wir wieder mal am Zugersee unterwegs. Und ja, wir probieren es mal auf so einen Barsch. Wir haben so eine Stunde Zeit oder so, weil ja, es ist vor dem Mittag. Und ja, wir wollen schauen, ob wir ein paar schöne Sonnenbarsche fangen können. Wir haben ja schon mal ein Sonnenbarsch-Video gemacht. Das ist in der Beschreibung verlinkt. Und ja, dort haben wir ein bisschen gezeigt, wie es geht. Aber wir haben eigentlich keine wirklich grossen gefangen. Und ja, heute probieren wir es mal auf grosse. Wir werden sicher auch an einem anderen Tag mal ein bisschen länger probieren, dass wir wirklich ein paar Stunden auf gross fischen. Aber ja, das ist wie so der erste Teil davon. Und ja. Ich würde sagen, wir labern nicht so lange drum und starten mit dem Video. So. Wir gehen jetzt zuerst mal auf den Steg hier raus und schauen, ob es da ein paar schöne hat. Und ja, dann laufen wir einfach überall durch. Schauen, ob wir ein paar gute sehen. Und ja, wird schon gut sein. Oh, mein Bruder hat einen. Oh, wieder ein ganz gutes Sonnenbarsch. Schnell zeigen. Schab. Richtig geiles Sonnenbarsch von meinem Bruder. Und der hat sich ein bisschen frei stehen. Den nehmen wir jetzt. Richtig geil. Gerade der erste am Tag. Oder? Schön war. Ich hätte nicht gesehen. Oh, wir haben gerade einen. Ah, nicht gerade so eine grosse, aber auch gut. Ein bisschen kleiner. Zeigen wir kurz. Und den nehmen wir natürlich auch. Dann machen wir tiefer stellen. Wieder ein kleiner. Oh, das war ein ganz kleiner. Oh, mein Bruder hat wieder einen. Wieder kein allzu grosser. Aber gleich auch ein guter. So eine Lücke im Seegras. Ah. Das ist ein ganz guter dort. Oh ja, perfekt. Gerade zum Zapfen hochgekommen. Seht ihr vielleicht? Merli ist ja gerade nicht am Nehmen. Oh, jetzt ist es noch. Ja. Ah! Nein, es war gut. Aber es ist leider abgefallen. Und mein Bruder hat einen. Wieder, aber eher kleine. Der kommt auch gerade in den Sack. Das Tüte zeigen wir mit nicht. Und ja, dann ist so eine Stunde lang und nachher das Fazit. Und ja. Stein. Keine. Oh, mein Bruder hat einen. Schöne Sonnenbarsch. Oh, mein Bruder hat wieder einen. Easy. Aber noch alles so kleinere. Und wir wollen die einen auf die grössere gehen. Ich habe jetzt vorne noch das Loch gesehen, das will ich jetzt noch belassen. So. Schauen, ob da noch einer drin ist. Oh ja, wunderschön. Nicht der grösste, aber gute Durchschnittsgrösse, den nehmen wir. Weiter. Oh, mein Bruder hat wieder einen.
wieder kein Reis, aber auch den kann man gut nehmen. Kein Sonnenbarsch. Ja, kann auch. Und in Friedrich hat auch gerade einen. Kein Sonnenbarsch, aber ein gutes Hasli. Und mein Bruder hat auch noch einen kleinen. Das Hasli lassen wir jetzt aber raus. Ja, ist ein bisschen. Ja, jetzt nehme ich auch wieder einen. Und ja, auch mal merken, wie schön die Fische sind. Auch so ein kleiner macht richtig Freude. Schöne Sonnenbarsch, den nehmen wir natürlich gerne. Das war mit dem Video. Ja, es waren zwei eigentlich sehr grosse Sonnenbarsch, 15 cm ungefähr. Es geht schon ein bisschen grösser, aber für den Zugersee schon mal eine gute Grösse. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann liket und abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Vor allem, dass halt, wenn euch das Video gefallen hat, das Sonnenbarsch-Video, das wir sicher noch einmal machen werden und ein bisschen länger halt, wie gesagt, noch ein bisschen probieren werden. Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Video.